Yeah, Leben Wrestling. Zwei Topstars vor WWE-Rückkehr. Während eines Gesprächs mit dem Sportjournalisten Colin Coward äußerte sich WWE-Präsident Nick Khan zur potenziellen Rückkehr von zwei Topstars der Women's Division. So soll Becky Lynch, die im vergangenen Dezember ihr erstes Kind zur Welt gebracht hat, vor einer baldigen Rückkehr zum Marktführer stehen. Auch Ronda Rousey soll definitiv zu WWE zurückkehren. Allerdings wolle man für das Comeback der ehemaligen UFC-Kämpferin den richtigen Zeitpunkt abwarten. Special Entrance für WrestleMania angekündigt. Informationen des Bleacher Reports zufolge plant WWE einen Special Entrance für Big E bei WrestleMania. Demnach soll der Rapper Whale den Themesong des amtierenden Intercontinental Champions während der Show live performen. Dies wurde mittlerweile auch von WWE bestätigt. Erste Fotos der WrestleMania Stage veröffentlicht. Das Newsportal WrestlingNews.co veröffentlicht über Twitter erste Fotos der WrestleMania-Vorbereitung im Raymond James Stadium. Auf diesen Bildern kann man unter anderem die diesjährige WrestleMania Stage erkennen. Großer Fehler während Hall of Fame-Zeremonie. Wie Dave Meltzer berichtet, ist WWE während der diesjährigen Hall of Fame-Zeremonie ein großer Fehler unterlaufen. So wurde beim Videopaket der Legacy Class, dem speziellen Hall of Fame-Flügel für Persönlichkeiten aus der Anfangszeit des Wrestlings, die falsche Wrestlerin gezeigt. Anstelle der eigentlich geehrten Ethel Johnson, der ersten afroamerikanischen Wrestlerin, wurden während des Videopaketes Bilder der Kanadierin Sandy Parker gezeigt. Achtung, hier folgt ein möglicher Spoiler zu NXT TakeOver Stand and Deliver. Main Roster Star mit NXT-Auftritt? Berichten von Fightful Select zufolge war Elias während der gestrigen Tapings zu NXT TakeOver Stand and Deliver anwesend. Dabei soll er ein Segment zusammen mit dem Tag-Team Ever Rise gefilmt haben, das im Rahmen des heutigen zweiten Abends des Events ausgestrahlt werden soll.